Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Heute mal wieder ein ganz anderes Thema, wie ihr wisst, oder die, die uns verfolgen oder mich verfolgen. Wir hatten uns doch vor circa 6 Monaten ein Osmosegerät gekauft. Also hier in der Türkei, ne? Hatte ich ein Video drüber gemacht. Die haben auch gesagt, in 6 Monaten rufen sie an. Wir hatten uns, weil der liebe Klaus hat uns davon ja erzählt, sagt er, du, ihr könnt messen, weil wir wussten ja nicht, hatten uns von Trendyol so ein, hier ist das Paket, so ein Gerät gekauft. Hier ist der Deckel davon, ist gerade abgegangen, warte mal. So, damit wir auch messen können, wie diese Elektrodenwerte irgendwie im Wasser sind. Auf jeden Fall waren die ja okay und der Typ rief an und dies und das. Und ich hänge euch mal ein Video hinten rein, weil der liebe Klaus, der hat mir nämlich ein Video zukommen lassen, weil diese Geräte sind nicht immer geeicht. Sag ich, wie, die sind nicht geeicht? Nein, sagt der Katja, man denkt zwar, ne? Weil ich hatte ihn auch, ich sag, mein Wasser war in Ordnung. Und dann sagt er, vielleicht gar nicht, vielleicht war, okay, das Gerät hatte ich schon der Hülya mitgegeben, meiner Tochter, also unserer Tochter. Und hat mir schon ein neues bestellt. Und das hat sowieso ganz anders gemessen, viel niedriger. Und da sage ich, das ist ja komisch, das Wasser besser geworden? Auf einmal, obwohl wir hatten es ja schon 3 Monate, das Gerät. Er hat für mich ein Video gemacht, was man alles dazu braucht, um diese Geräte, es gibt ja welche, die sehen verschieden aus, ja, aber machen eigentlich ein und dasselbe. Das ist nicht, um den pH-Wert zu messen. Und jeder, der eine Osmose hat, sollte wirklich ab und zu die Wasserwerte kontrollieren. Oder wenn das Wasser die ganze Nacht da gestanden hat. Also so mache ich das. Das hat nämlich der liebe Klaus mir auch gesagt. Sagt er, Katja, du hast doch Blumen. Sag ich, ja, ich habe genügend Blumen. Sagt er, bevor du morgens das Wasser den Hahn aufmachst und trinkst, das lag den ganzen Abend in den Leitungen. Ja, sag ich, ja. Sagt er, lass es ein bisschen laufen. Mach eine Gießkanne voll mit Wasser für deine Blümchen, die freuen sich. Das hat ihm wohl damals auch jemand gesagt. Sag ich, stimmt. Dann mache ich mir jeden Morgen, dann ist es ja nicht verschwendet. Dann lasse ich jetzt jeden Morgen die Gießkanne voll laufen und gieße meine Blümchen, bevor ich mir ein Glas Wasser damit einschenke. Wie gesagt, wichtig, TDS und EC-Messgerät, das kann man bei Trendyol bestellen, hat der BK auch. Er zeigt auch in seinem Video, es gibt noch ein viel besseres, ein ganz tolles. Er erklärt in diesem Video auch genau, wie man das dann eichen kann, dieses Gerät. Diese Lösung habe ich ihn gefragt. Ich sage, bekommt man die hier in der Türkei? Er hat seine jetzt aus Deutschland, aber die kann man hier auch beim türkischen Amazon bestellen. Oder er sagt, Katja, eigentlich jeder hier, wo so Pool oder so hat, die Leute kaufen ja irgendwo ihr Poolzeug. Die müssten das eigentlich auch haben. Also, macht euch auf die Suche. Wenn nicht, lasst es euch mitbringen von Deutschland. Es kommen ja immer genug Leute oder ihr selber auch. Euch wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Ihr bleibt alle gesund. Bei uns scheint die Sonne schön. Welchen haben wir heute? Den 2. Weihnachtsfeiertag. Gestern war der 1. Wir haben gestern Fernsehen geguckt. Kevin allein zu Hause fand ich voll lustig. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, wunderschönen guten Morgen am Heiligabend. So. Ich hatte mal etwas Zeit und will mit euch mal über die Kalibrierung von diesen relativ günstigen, aber für den Hausgebrauch ganz guten Geräte reden. Die sind natürlich vom Werk eingestellt, aber die schwanken halt auch von Zeit zu Zeit. Also der richtige Gebrauch von diesen Messgeräten ist einfach der, dass man als allererstes dafür sorgt, dass das immer trocken ist. Ja? Also nicht einfach nass in die Hülle stecken, sondern offen liegen lassen, auch austrocknen lassen und dann wieder zumachen, weil sonst das Messergebnis natürlich unnötig verfälscht ist. Die messen halt die Elektronenbeweglichkeit im Wasser und sind natürlich für den 1, 2, also für 10, 20 Euro Bedarf, Kostenbereich ja, ausreichend, aber natürlich nicht vergleichbar wie zum Beispiel so ein Gerät, das kostet dann schon um die 100 Euro, was natürlich nochmal ganz anders funktioniert. Was brauche ich dazu? Um zu kalibrieren, brauche ich ein normales Maß, also praktisch ein genau sozusagen, ein urgenau.
Und da gibt es solche Flüssigkeiten, die hatte ich mir von Amazon besorgt. Und die misst man bei 25 Grad 1000 ppm, ja, muss der anzeigen. Das ist eine Kalibrierungsflüssigkeit. Ja, also Kalibrierungsflüssigkeit, und diese Geräte kann man kalibrieren. Das heißt, man steckt den dann, stellt diese Geräte auf ppm. Es gibt die auch für Mikrosievert. Ne? Aber die, wenn ppm stimmt, stimmt nachher auch der Mikrosievert-Wert. Diese ppm-Geräte haben unterschiedliche Kalibrierungsmöglichkeiten. Dieses zum Beispiel hat hinten eine Schraube. Und damit kann man das in die Flüssigkeit stecken. Ja? Und dann sollte dieser Wert einigermaßen bei 1000 ankommen. Ganz genau 1000 wird nie erreicht, weil diese Geräte eine sehr hohe Empfindlichkeit und Ungenauigkeit haben. Ja? Das heißt, wenn der Wert bei 900, zwischen 980 und 1020 hin und her schwankt, dann ist das okay. Ja? Also ganz genau 1000 werdet ihr das nicht eingestellt kriegen, und bei der zweiten, dritten Wiederholungsmessung kann es sein, dass der Wert auch schon wieder etwas abweicht. Das liegt einfach an der Messungenauigkeit. Also wichtig ist, ihr habt die Elektroden immer trocken, ja? Also da ist nicht noch eine alte Flüssigkeit dran oder andere Sachen, dann verändert sich natürlich das Messergebnis. Und um ein möglichst genaues Messergebnis zu bekommen, würde ich empfehlen, 5 Messungen zu machen, immer zwischendurch ausschütteln und den Mittelwert zu ermitteln. Ja, also erste Messung aufschreiben, zweite Messung, dritte Messung, vierte Messung, fünfte Messung, jeweils vom ppm und Mikrosievert-Wert, dann durch Anzahl der Messungen teilen, und dann hat man ein weitgehend gutes Mittelmaß, wenn man diesem Wert glauben möchte. So, jetzt nehme ich mal diese Flüssigkeit her und tue die mal hier in ein Glas, und dann gucken wir mal. So, dass diese Elektrode da passt leider dann nicht in dieses Ding rein. So, wenn ich jetzt hier auf ppm stelle, mal gucken, was der jetzt anzeigt. Ja, 982. Wie gesagt, ich kann jetzt die Schraube hier hochdrehen, dann komme ich auf 990, dann komme ich auf 1020. Also das ist schon relativ gut. Der stand vorher bei 500, 600. Ja, also Werkseinstellung stimmt auch nicht. Die Geräte verstellen sich auch. Abhängig von der Temperatur ist natürlich das Messergebnis auch immer etwas unterschiedlich. So, jetzt nehmen wir mal so ein Gerät. Haben wir hier auch auf ppm. Sollte dann 1000 etwa haben. Den habe ich jetzt geeicht auf, ja, ihr seht, wie der springt. Das ist ja eine Pufferlösung. So, hier kann ich jetzt mal ein Beispiel machen. Ich möchte den etwas höher noch kalibrieren. Man drückt auf diesem Gerät länger drauf, dann fängt es an zu blinken. Lässt den in dieser 1000er Flüssigkeit. Nach oben geht die Zahl etwas nach oben. Ja, also jetzt seht ihr schon, jetzt bin ich bei, jetzt springt dazwischen 1000, das ist eigentlich ein guter Wert, und dann drücke ich ganz lange auf diese Taste drauf und dann ist der kalibriert, ja, für die Messung. Aber ihr seht, das schwankt sehr stark, also man kann sich nicht darauf verlassen und sagen, 7 ist jetzt exakt 7, das ist dann zwischen 7 und 10 und 12, aber es ist immer noch ein wirklich guter Wert, beinahe Wert, ne? Bei 19 Grad, und hier steht ja auch, die Flüssigkeit soll eigentlich bei 25 Grad gemessen werden. Also die Temperatur spielt ja auch noch eine Rolle. Ja? So, 25 Grad haben wir es jetzt hier nicht, wir haben es 20 Grad, aber bei 20 Grad habe ich jetzt einen Wert von 1026. So, ausschütteln, mache ich nochmal eine Messung. Ja, ne? Das schwankt jetzt wieder ein bisschen. Wie gesagt, Mittelwert ermitteln, Anzahl der Messungen. Je mehr, desto genauer. Hier nochmal. Der ist jetzt, achso, das ist Mikrosievert, ist natürlich falsch. Muss den ppm-Wert hier haben. Genau. Der steht jetzt ein bisschen hoch, also hier umgekehrte Weg. Draufdrücken, bis blinkt. So lange drücken, bis man sich bei 1000 annähert. Das ist jetzt zu viel. Ein Klick. Ja, mehr ist nicht. Wenn ich wieder runter gebe, ich schon bei 800. Also drauf gedrückt lassen, dann habe ich den jetzt auch bei 1019. So, dieser Wert ist schon sehr genau an der Pufferlösung dran, sodass ich davon ausgehen kann, dass dieses Gerät jetzt als Hausgebrauchsgerät relativ mir genaue Werte über den